Nicht in der Wüste, aber im Land der Wüste findet man den Sandmann. Kein Fläschli ist ihm zu klein oder zu gross. Aus allem macht er ein Kunstwerk. Hier sitzt der Reda Gunem, so sein Name, ein Ägypter an seinem kleinen Pult, der als Werkstatt dient. Mit gewöhnlichem Holzleim werden die Konturen als Glas angepinselt. Der Sand wird mit gewöhnlichen Wasserfarben gefärbt. Er hat die Kunst vor 12 Jahren gelehrt und in allen Jahren seine Technik verfeinert. 3 Jahre hat er gebraucht, bis er zum heutigen Niveau gekommen ist. Die Schwierigkeit ist, die Bilder dreidimensional zu darstellen. Die verschiedenen Fläschli hat er aus Kairo. Dort werden sie von den Slumbewohnern auf den Abfallhalden gesucht und gesammelt und landet natürlich gegen Geld bei ihm. Daheim wird der Sand zuerst grob und nachher mit einem feinmaschigen Netz noch fein gesiebt. Nach Fotos, Zeichnungen oder einfach aus dem Gedächtnis. Jedes Sujet kann der Reda in die Fläschli zaubern. Jedes Glas ist einmalig und hat darum auch einen besonderen Wert. Ein Zusatz wird im Sand beigemischt.
aber das sei sein Geheimnis, sagte Reda. Apropos, der Name Reda Gunem heisst auf Deutsch Hirt, ist also ein Namensvetter von mir. Wir sehen es an im Reda. Er hat Freude an seiner Arbeit und voller Konzentration ist er dabei. Zuletzt wird das Glas gut geputzt. Der Nachteil ist aber, dass das Objekt im Film mehr spiegelt. Nach 3/4 Stunde ist das Kunstwerk fertig und das nächste Glas wartet schon. Wenn Sie den Sandmann auch sehen oder bei seiner Arbeit beobachten, dann müssen Sie aber nach Ägypten gehen.